Wenn ich mich selbst liebe, dann kann ich andere Menschen lieben. Darüber haben wir schon oft gesprochen und ich bleibe dabei. Die Selbstliebe ist die allerwichtigste Liebe und es ist die allererste Voraussetzung dafür, dass ich alle anderen Menschen lieben kann und auch alle anderen Menschen gut behandeln kann, sogar meinem Feind. Und dann schaue ich mir die jetzigen Politiker an. Politiker stehen im Dienste des Volkes. Sie haben eine einzige Aufgabe: dafür zu sorgen, dass es der Bevölkerung gut geht. Dafür zu sorgen, dass die Interessen der Bevölkerung an erster Stelle stehen. Dafür zu sorgen, dass die Menschen in Frieden, in Ruhe und in Wohlstand leben können. Dass sie in Frieden und Wohlstand zur Schule gehen können. Dass es vernünftige Straßen gibt, je nachdem, wie die Wirtschaft, wie die Situation in einem Land funktioniert. Dass sie ein Dach über dem Kopf haben. Dass sie Wärme haben. Auch das für die meisten Menschen weltweit inzwischen selbstverständlich, wenn es kalt ist. Dass es funktioniert. Dass sie einkaufen gehen können. Dass sie Lebensmittel kaufen können, Kleidung kaufen können, in einem kleinen Lädchen womöglich, im nächsten Dorf. Dass sie die Mittel, die sie dazu brauchen, dass sie Zugang dazu haben. Das bedeutet also auch, dass es funktionierende Geldautomaten gibt. All diese kleinen Dinge, die selbstverständlich sind, das sind alles Dinge, für die unsere Politiker zu sorgen haben. Die Politiker stehen im Dienste des Volkes. Sie wurden gewählt von den Menschen. Sie haben das zu tun, was den Menschen gut tut. Und jeder einzelne Politiker hat sehr kritisch nachzufragen. Ist das, was hier gerade beschlossen werden soll, ein neues Gesetz zum Beispiel, ist das im Dienste der breiten Bevölkerung? Dient das den Menschen? Was ist meine Aufgabe als Politiker? Kann ich in Ehren und Gewissen, und ich rede hier jetzt in diesem Fall nur über die Politiker, kann ich mit meinem Gewissen vereinbaren, dass das, was ich gerade beschließe, dass das, was ich gerade tue, dass das im Dienste ist, dass das den Menschen dient, die mich gewählt haben, dass das der älteren Dame dient, die wirklich mit viel Aufwand zum Wahlbüro gegangen oder gefahren ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, um da ihre Stimme abzugeben, dient das der älteren Dame, dem älteren Ehepaar in diesem kleinen Dörfchen, ganz abgelegen am Ende der Welt, die mich gewählt hat? Dient das dem Geschäftsmann, der einen Laden hat in einer Stadt und der Schwierigkeiten hat zu überleben, weil es ganz viel Konkurrenz gibt. Aber ich muss natürlich auch seine Interessen wahren. Dient das dem Kneipenbesitzer, dem Restaurantbesitzer in der Großstadt? Dient das dem Studenten, der so schnell wie möglich sein Studium beenden möchte, der so fleißig ist, so viel lernt, der dann einen super Job haben möchte und über eine tolle Zukunft in einem wunderbaren Häuschen mit einer Frau und zwei Kindern oder umgekehrt eine Frau, eine Studentin mit einem Mann und zwei Kindern, die darüber träumen, dient das den Kindern und Enkelkindern meiner Wähler? Ist das, was ich gerade tue, das, was ich mit bestem Wissen und Gewissen machen kann? Das ist die Aufgabe der Politiker. Und es ist keine einfache Aufgabe, denn eine Bevölkerung ist vielschichtig. Es gibt alte, junge Menschen. Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Vorstellungen. Es ist nicht einfach. Es ist schwierig. Und ich kann es natürlich nie allen recht machen. Aber ich versuche es so gut wie es geht. Und was sehe ich zurzeit? Ich sehe Politiker, die kaum mehr Zugang haben, und das ist meine ganz persönliche Meinung, die kaum mehr Zugang haben zu ihrer Bevölkerung.
die kaum mehr bereit sind, mit der Bevölkerung zu reden. Politiker, von denen erwarte ich, auch in einer absoluten Führungsposition, dass sie regelmäßig mit der Bevölkerung kommunizieren, und zwar direkt kommunizieren, auf die Straße gehen, sich auf einen Platz stellen und sagen, hier, ich will mit euch kommunizieren. Und ja, das ist manchmal auch nicht so einfach, denn manchmal werden sie auch bedroht, weil nicht alle einverstanden sind. Nun, dafür gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr gute, wie nennt man das, Gruppierungen von, es gibt auch Polizisten, aber es gibt auch private Wachfirmen, die sie schützen können. Es geht auch um die Geste. Es geht um die Geste, aber es geht auch tatsächlich darum zu schauen, was ist mit meiner Bevölkerung los? Wie geht es sie? Die Distanz zwischen Bevölkerung und Politik, Politiker, ist, und das ist meine ganz persönliche Meinung und Einschätzung, ist immer größer geworden und wird auch immer größer. Der Elfenbeinturm. Wo ist der Elfenbeinturm? Für mich ist der Elfenbeinturm tatsächlich, wenn er auch nicht aus Elfenbein ist, sondern aus Marmor und Glas, fast schon Realität geworden. Und dann gibt es Entscheidungen, wo ich mich an den Kopf fasse, wo ich denke, was sind das für Entscheidungen? Ein Mensch, der die Politik berät, der auch in einer wichtigen Position ist, nicht der Gesundheitsminister, nein, jemand anderes, der sagt, er will in einem Impfzentrum arbeiten. Wunderbar. Oh, ich denke, Mensch, toll, endlich mal jemand, der sagt, er geht zur Bevölkerung. Er schaut sich an, was da passiert. Und der dann auch wirklich vorbildmäßig sagt, er lässt sich diesen Piekser geben, um andere zu schützen. Und vielleicht auch sich selbst zu schützen. Er macht das. Wunderbar. Und dann sagt er, nein, er macht es doch nicht. Es ist zu gefährlich. Es gäbe zu viele Drohungen aus der Bevölkerung heraus. Es gäbe zu viele extreme Gruppierungen und extreme Bürger. Und da ist mir ganz anders geworden. Die Politik schützt sich also, Politiker schützen sich also vor ihren eigenen Wählern. Was ist hier los? Was passiert hier gerade? Politiker verkünden ganz offen in der Öffentlichkeit, dass sie sich schützen müssen vor ihren eigenen Wählern. Ist das so? Ja, ich sehe in der Bevölkerung viele Menschen, die nicht zufrieden sind. Ist es die Mehrheit inzwischen? Laut unserer Qualitätsmedien sind das nur ganz, ganz winzig kleine Gruppierungen, Minderheitsgruppierungen, einige wenige Verrückte, die auf die Straße gehen mit verrückten Ideen. Ist das so? Die Wahrnehmung ist manchmal eine andere als die Realität. Und die Realität trifft sich manchmal auch nicht mit der Wahrnehmung. Ist es tatsächlich der Grund? Oder steckt ein anderer Grund dahinter? Es gibt so viele Fragen und ich kann jedem Einzelnen nur raten. Lebt bewusst, setzt euren Verstand ein, hinterfragt jede einzelne Handlung, jede einzelne kleine Handlung, jede einzelne kleine Nachricht, jede einzelne kleine Information muss in solchen Zeiten hinterfragt werden. Auch wenn ich nicht die oder derjenige bin, der mutig genug ist, aufzustehen. Es gibt Menschen, die haben Angst vor den Konsequenzen. Ich kann es verstehen, denn es gibt manche Menschen, die sind halt nicht wie andere Menschen. Jeder Mensch ist anders. Ich kann nur sagen, der Schöpfer ist da. Ja, das ist manchmal nicht leicht zu verstehen. Für mich auch nicht. Ich bin manchmal auch an Tagen, wo ich sage, wo ist der denn eigentlich? Wieso ist der nicht da? Es ist nicht einfach. Manchmal braucht man Geduld. Und in der Situation, in der Sie sagen,
Ich habe nicht den Mut aufzustehen. Ich befürchte die Konsequenzen. Ich weiß auch nicht, ob ein Schöpfer da ist. Irgendwie fehlt mir das Vertrauen. Es geht um Vertrauen. Es geht um Vertrauen und Übergabe. Übergebt euch dem großen Ganzen. Ja, lasst es zu. Und wenn ich das nicht kann, dann bitte, das ist das Mindeste, was jeder Einzelne tun kann. Hinterfragt jeden Satz und nicht einmal jeden Satz, jedes Wort und jede Aktion sehr, sehr kritisch. Auch das ist gerade jetzt überlebenswichtig.